Begleite mich, der Helm. Der Helm ist so geil. So. Ja. Hast du schon gehört? Erzähl nein, einfach, nicht. Netter. Jutta Netter. Hat sein ganzes Geld angesammelt bekommen. Geil. Er heißt Netter Bussard, deswegen heißt er mit Vorname Netter. Ja, wahrscheinlich, weil er öfter mal in Minecraft in den Netter geht. So. Zwerg, laber mir nicht wieder ein vor. Kann ich behilflich sein? Handel. Okay, Kriegsbolzen hat er zu verkaufen. Sieht nicht nach Metallteilen aus. Pass auf, jetzt gleich unten. Ganz unten sind Metallteile. Nö. Warte mal, ich kenne aber jemanden, ich wüsste von jemandem, der Metallteile unter Umständen hat. So, die Waldelfenrufe 45 Dukaten gib her. Guck mal, da sind wir schon ein ganzes Stück an Vorgrims Rüstung dran. Ja, die ganzen anderen Waffen. Nö. So. Ich muss noch rüber zur Girta Spinge, da war doch der Typ. Na, weiß schon. Vor dem Eingang. Ich kann mir zwar kaum vorstellen. Vielleicht auch der Kiepenkerl. Girta Spinge. Händler Ungram. Die Bingenwache grüßt. Oh, Kugeln hat er ohne Ende. So, und dann. Das ist all der Kram, den wir ihm verkauft haben. Nö. Vergiss es. Hier unten die Zwerge haben wahrscheinlich auch nichts zu verkaufen. Ansonsten können wir noch einmal kurz. Oder sind die überhaupt noch da? Ja, die sind noch da. Weil hier steht ein Amboss. Auf den Schreck. Die ganze Wachgeschichte Ja, ist gut. Danke, dass du uns und ich. Warum? Okay. Ganz schön traurig, oder? Ja. Ganz schön traurig. Ganz schön traurig. So. Hammerberg, Mitte. Ich gehe noch einmal kurz rüber. Die Elfe wird wahrscheinlich keine Metallteile haben. Wo kriegen wir Metallteile her, verflixte Axt? Also ich wüsste nicht, dass wir irgendwann welche vercraftet haben. Für was denn auch? Kann ich irgendwie behilflich sein? Hast du vielleicht Metallteile zu verkaufen, mein Guter? Nö. Selbstverständlich nicht. Okay. Nee, ich glaube aber kaum, dass die Elfe Metallteile zu verkaufen hat. Pass auf, gleich auf einmal 100 Metallteile. Ich sehe es kommen. Nein. Was willst du von mir? Handel. Ja, nö. Weißt du was? Ich kaufe die 6 Einbärensäfte ab. Einfach so aus Spaß. Warte. Was willst du von mir? Ja. So. In der Taverne wird es wohl kaum Metallteile geben, ne? Also, ich bin jetzt einfach mal blöd, ne? Vielleicht habe ich ja Glück. Warte mal, was ist das da? Eine Handwerkskiste? Habe ich die schon ausgeplündert? Pass auf, da sind Metall... Rostige Nägel und Ulmenholz. Nö. Aber dass wir die nicht ausgeplündert haben, das macht mich irgendwie traurig. Hammerberg. Hammelberg. Sonderposten. Also auf Chinesisch heißt dieser Ort Hammelberg. So, 1:04. Wisst ihr was? Ich mache höchstens noch 16 Minuten. Ich bin echt, ja, heute nicht im Vollbesitz meiner spielerischen Kräfte. So, Leti. Wo ist Leti? Leti ist da.
Ich bin gerade sehr beschäftigt. Gerne. Aha, sie hat einiges an Krempel von mir. Nö, aber ich hab ihr wohl nichts in der Richtung verkauft. Okay, alles klar. Ah, da ist mein Retter in der Not. Wuchtschlag. Den könnte nur er. Ich müsste mit Ardo hier nochmal her. Ich müsste hier mit Ardo nochmal her. Ich weiß nicht, ob er schon Wuchtschlag kann. Ach, er kann Wuchtschlag. Bin ja sowas von Honk. Moment. Was bist du da? Du siehst so aus wie ich. Nicht angebracht. Bist du auch ein... Hey, Süßer! Wie kann ich dir... Handel! Handschmeichler. Nö. Alter, wo sind... Wo können wir denn noch Metallteile herkriegen? Letty! Nicht wenigstens ein... Oh, neuer Tavernkönig. Gebt ihr einem einsichtigen ehemaligen Schuldner einen aus? Okay, eine Runde bestellen. Keine Krone, kein Freibier. Heute noch mal kurz wegen eben. Schluss, ich diskutiere nicht mit dir. Okay, also ich denke mal, das mit der Dämonenrüstung können wir fürs Erste vergessen. Wenn mir nicht noch was einfällt. Upsi. Ich muss aufpassen. Tusch ist zu weit weg. Wo ist der Schildkäfer jetzt hin? Ich hoffe, der schreddert sich nicht im PC. Das wäre äußerst unschön. So. Ja, was können wir denn mal machen? Also ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal alles abgepflückt an Pflanzen, das mir einfällt. Oder einfiel. Dann würde ich sagen, gehen weißt wir einfach her. Weißt du jetzt, warum man mich den Bussard nennt? Ja, hey, Ruhe. Oder? Ist klar, oder? Klar. Ja, ist klar, oder? So, Honk ist der Alchemist. Dann würde ich sagen, weißt du, als erstes mal craften wir mal. Ich weiß gar nicht, ob das Mutelixier nötig war, das zu kaufen. Ich packe erstmal alles, was nichts mit der Alchemie zu tun hat, in die Truhe. Als da wäre Lederbänder, als da wäre Kieferzangen, rostige Nägel, zerbrochene Pfeile, Zünderschwamm weiß ich nicht, da. Okay, nicht alles ablegen. Ich will mal sehen, was ist denn davon zu halten? Ich brauche mal ein großer Heiltrank. Da brauchen wir Drachenblut und Zwiedestillat. Ansonsten haben wir alles. Drachenblut und Zwiedestillat. Ob wir Drachenblut noch haben? Ja, haben wir. Und Zwiedestillat, weiß ich, ist irgendwo hier unten. Da, 100 mal Zwiedestillat. Nicht alles nehmen. Jetzt dürften wir imstande sein, große Heiltränke herzustellen. Ja, jetzt wird es lustig. Großer Heiltrank. Einer. Na toll. Aber das hat nur was damit zu tun, dass wir keine Yoruga-Wurzel mehr auf Tasche haben. Davon müssten wir hier aber noch welche haben. Hat Dilbrak gerade klar zum Gefecht gesagt? Nun mach dir mal nicht ins Hemd. Er meinte, da ist ein Hecht. Da ist ein Hecht. Yoruga. Also sollten wir keine Yorugas mehr haben, ne? Dann müssen wir nochmal in den... Weiß Bescheid. Ich guck nochmal, wie viele Yoruga-Wurzeln wir noch haben. Also je mehr große Heiltränke wir haben, desto besser. Und für diejenigen, die es nicht wissen, ich nehme auch mal das Zwiedestillat hier mit. Für diejenigen, die es nicht wissen, die großen Heiltränke haben nicht nur heilen nicht nur Gesundheitspunkte, sondern machen auch Regeneration. Also du hast dann für eine Zeit lang Regeneration. Das habe ich das letzte Mal gesehen bei Ardo, als er den großen Heiltrank in sich reingefahren hat, dass er dann schneller regeneriert hat.
ja, so ganz blöd ist der Typ hier auch nicht. So, wir hatten das auch gesagt, Honk. Na, tu nicht so. Großer Heiltrank 3. Okay, das sieht schon. That's more like it. Guck mal, Wirselkraut, uns fehlt Wirselkraut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo kriegen wir bloß Wirselkraut her? Ja. Also wir werden sich mit Sicherheit sehr, sehr wenig Wirselkraut haben. Das ist, guck mal, hier haben wir gerade noch 100. Ich glaube, wir können die Hälfte vom Wirselkraut verkaufen und damit dann doch mal ein bisschen Asche machen. Nochmal 3 große Heiltränke. Und was fehlt jetzt? Bleichmondsamen. Das wird aber schwer werden, noch Bleichmondsamen zu finden. Aber ihr seht, es lohnt sich auf... Da, Bleichmondsamen. Das werden garantiert die letzten 100 sein, die wir haben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Also mit dem Drachenblut wird es knapp. Das wird das nächste sein, was nicht da ist. Oh, guck mal, großer Heiltrank 5. Hey! Ja, Drachenblut fehlt. Okay. Dann Heiltränke, ganz normale Heiltränke. Lass mich mal schauen, lass mich mal schauen, lass mich mal schauen. Heilsalbe, Heiltrank, da. Alkohol. Mhm. Das wird nicht so viel. Für den Fall der Fälle will ich, dass wir im Handumdrehen zum Ablegen bereit sind. Alles an Bord, Hummel? Alohol wird wahrscheinlich nicht so viel vorhanden sein. Quellwasser haben wir hier. Quellwasser, 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 Quellwasser. Alohol, da haben wir noch. Aber es wird wahrscheinlich das letzte in der Richtung sein, was wir haben. Ich bin immer kurz davor, auf alles nehmen zu klicken. Da, Heiltrank. 2 Stück. Juruga-Wurzel fehlt. Das meine ich jetzt ernst. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir davon genug haben noch. Wir haben zwar gut gepflückt, aber... Sag bloß. Nö, keine Jurugas mehr. Ja, also ich weiß, wo es welche gibt. Ne? Und wir müssten sowieso noch mal hin ausgründen. Also gehen wir jetzt erstmal her und machen mal Folgendes. Wir gucken mal, was kosten denn Einbärensäfte? Weil Einbären haben wir momentan gerade eine ganze Menge. Einbärensaft. Quellwasser. Siehst du, guck mal. Da können wir eine ganze Menge von holen. Also, holen wir jetzt mal die Einbären allesamt hier aus der Truhe raus. Wow, und da haben wir eine Menge von. Okay. Alter. Ja, das Mausrad macht komische Geräusche, ne? Da, Einbären. Alter, was viele Einbären. Digi. Die Rüben, glaube ich, die kann ich mal verkaufen. Oh, Einbären ohne Ende. Einbären ohne Ende. So, dann, weißt du was? Ja. Diese Rüben, wo sind denn die? Vogelfedern, ja. Hier waren doch eben Rüben. Die soll er nämlich mal nehmen. Wo sind die Rüben? Da sind die... Nee, das sind keine Rüben. Wo sind die Rüben? Ich habe doch hier eben Rüben gesehen. Hast du die auch gesehen? Da, Rüben, genau. Gib mal her. So, dann Honky. Du kannst jetzt mal eine ganze Million Einbärentränke bauen. Quellwasser. Oh, ja. Quellwasser hatten wir auch ordentlich.
Ja, so geht's mir auch. Quellwasser. So, Quellwasser, Quellwasser, Quellwasser. Da haben wir 100 mal Quellwasser. Das sollte... Alter, das wird so schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden gleich ganz viele Einbeerensäfte haben. Und genau dafür war nämlich die ganze Kräuterpflückerei gut. So, Einbeerensaft. 59 Stück. Na, sieh mal einer an. 59 mal Einbeerensaft hergestellt. Wir brauchen noch Einbeeren. 10 Einbeeren für einen Einbeerensaft? Na, das ist ja eine Frechheit. Okay. Oh, eigentlich müsste ich mal ins Bad. Aber es sind noch 5 Minuten bis zur nächsten Schnittmöglichkeit. Besser gar 4 Minuten. Das halte ich noch aus. Und wisst ihr was? Dann mache ich auch Feierabend. Ich werde jetzt mal Folgendes nochmal gucken. Was kosten denn Zaubertränke? Ach, guck mal. Wir haben für 9 Zaubertränke Sachen am Start. Alraunenpulver brauchen wir noch. Hoch. Hauptsache, ihr vergesst nicht, mich mitzunehmen. Sonst sinkt die Süße eh über kurz oder lang. Ist euch wohl klar, ne? So, Alraunenpulver. Hier haben wir Alraunenpulver. La 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 la. Ja. So, nö, das war's mit dem Allraunenpulver, aber das wird wahrscheinlich dann doch einiges bringen. Na komm. Hier, Zaubertrank, 2-mal. Cool. Gib her. Jetzt fehlt Feuermüs. Aber Feuermüs haben wir doch auch eine ganze Menge gepflückt. Komm. Gib her. Also Zaubertränke sind auch sehr, sehr wichtig. Feuermesser. Da, Feuermüs 100 Mal. Heute. Na? Da, noch mehr. Warte mal. Ah, Nase juckt. Hoffentlich fällt da nichts raus, wie ich immer sage. So, gibt es noch Feuermöss auf der... Da kommen wir noch mehr. Alter. Ja, also Zaubertränke sind natürlich auch wichtig, weil... damit können wir gut was anfangen. So, Zaubertränke, 8 Stück. Na, gib her. Da fehlt alle hohl. Mhm. Okay, alle holen, haben wir auch nicht mehr. Jo, was haben wir denn noch Schönes? Großer Zaubertrank, Diamantstaub und Drachenblut fehlt. Na, was du nicht sagst. Alus Heldenfrühstück, Finage, Wirselkraut, altes Brötchen, alte Äpfel. Finage, altes Brötchen, Äpfel. Gucken wir mal. Finage. Äpfel. Altes Brötchen. Na du, altes Brötchen. Äpfel. So, das war's. Ja, dann mal Ados Heldenfrühstück herstellen. Ados Heldenfrühstück, was fehlt? Nüsse. Ja. Oh.
Für den Fall der Fälle will ich, dass wir im Handumdrehen zum Ablegen bereit sind. Nüsse. Wir haben doch hoffentlich Nüsse nicht verkauft. Nüsse. Da, 38 Stück. So, ich dachte schon, ich hätte Nüsse verkauft. So, dann. Nö. Ich will gleich mal gucken, ob ich noch Hirschkäferdolche machen kann. So, Ardos Heldenfrühstück. Jetzt aber. Da, 10 Stück. Jep her. So, da fehlen alte Brötchen. Alles klar. Jo. Eines will ich noch machen. Nämlich versuchen, Hirschkäferdolche herzustellen. Dieser Helm. Ab und zu kann ich einen Screenshot draus machen. Das sieht gut aus. Dankeschön. So. Jetzt weiß ich, wie ich einen Gesichtsscreenshot mache. Ich muss die jeweilige Person nur davor stellen und dann. Ach, das muss ich öfter machen. So, dann komm mal her. Wie kann ich dir helfen? Komm her. Madame. So, dann gucken wir mal. Bogenbau war das, ne? Hirschkäferdolche oder war das jetzt Schmieden? Das war Schmieden. Hirschkäferdolch. Okay, ja, Problem ist, dafür müsste ich die gesamten Lederbänder verbrauchen und da habe ich keinen Bock drauf. Aber wisst ihr was, Freunde? Es bietet sich gerade an zu schneiden und ich glaube, ich mache nächstes Mal weiter. Also, ich sage für diese Aufnahmesitzung, gehabt euch wohl ein donnerndes Ciao wie mit H wie Hammerberg. Und ihr kriegt ja übermorgen sowieso die nächste Folge. Also bis dann, gehabt euch wohl.